Ja, ich heiße Meier Franz. In Buxmund und in vielen heißt man mich in Städtner Franz, weiß jeder, wer ich bin. Und bin in Villern geboren, im Binderhaus damals und da aufgewachsen. Meine Mutter ist 33 schon gestorben. Ich bin 31 geboren und bis 33 die Mutter hat nicht gekannt, schon. Aber bin bei meinen Großeltern ja gut untergebracht geworden. Damals hat man halt ein bisschen kein Leben mit, und aber es ist halt gegangen. Ich habe arbeiten müssen, weil die Schule angefangen hat, und bin dann in eine italienische Schule gegangen, zwei Jahre. Aber 1939 ist nach der deutschen Schule gekommen, da hat man eben wieder neu anfangen müsst. Erst die Faschistenzeit, da haben wir ja in der Schule ja nichts verstanden, wenn man da italienisch reden hat gehört. Und ja, was wird denn das sein? Kein Mensch, mal in meinem Alter, die haben alle ja meist kein italienisches Wort gehört. Das ist schwierig gewesen. Und die Lehrpersonen, ich habe eine eigentlich kennengelernt, richtig. Das ist eine ganz nette Frau gewesen, eine schwarze, wie es auch früher gewesen, mit einem Bubenkopf hat man geheißen. Die ist alle Tag von Lernau gekommen und hat uns da was beigebracht. Gut in Erinnerung habe ich, dass ich alle Tage in der Früh müssen einen Esslöffel Fischöl trinken, das habe ich auch nicht gerne gehabt, aber meine Großmutter hat mir da einen Würfelzucker mitgegeben, und dann anschließend kann ich nehmen, dann habe ich das irgendwie schon verkauft. So, und ja, nachher ist er weitergegangen, Vater ist nachher eingezogen worden, bin Krieg. Mal weg gewesen, einen Monat oder zwei Monate, dann ist er wieder einen Monat daheim gekommen. Das Nötigste zu arbeiten. Mein Großvater ist damals nicht mehr geworden, so auf der Herd gewesen. Er hat wohl versucht, eben zu gehen. Aber die Stallarbeit mit 10, 11, 12 Jahren hat schon viel in mir gekehrt. Ich würde sagen, ich habe keine Angst gehabt für die Viecher. Ich habe alles gemacht, der Vater hat mir es gezeigt, weil er wieder weg gewesen ist, und ich musste weitermachen. Es ist alles gegangen. Viecher haben wir nicht viel in den Stall gehabt. Der Stall ist ja zum Zusammenkugeln gewesen, fast damals schon. Deswegen habe ich auch 1964 noch gebaut. Und ja, der Großvater ist noch 51 gestorben. Weil der große Schnee gewesen ist, die Großmutter auch, im Februar. Und noch bin ich eine Weile allein im Haus gewesen, weil der Vater inzwischen geheiratet hat und nebenan in der Wohnung gewesen ist. Aber nebenan, ich bin halt allein ein paar Monate im Haus gewesen und bis ein bisschen hergerichtet habe im Kopf. Danach sind sie alle auch hingezogen und so. Ist noch schon besser geworden. Die Stiefmutter hat immer auch auf mir geschaut, als auf die, meine Stiefgeschwister. Das ist kein Unterschied gewesen. Bin ich ihnen heute noch dankbar, weil sie schon alle lang gestorben sind. Aber so ist halt weitergegangen. Meine Arbeit ist halt alleweil größer geworden. Und ja, der Vater, wo der gekommen ist, hat er schon gearbeitet, die haben können mithelfen. Bis 1952 habe ich müssen einrücken. Da bin ich 16 Monate beim großen Bauer gewesen, der nicht viel gezahlt hat. Und 1953 in August wieder gekommen. Und so ist es weitergegangen. Man hat damals die Erker gehabt, zwischen Erdäpfel und Dirk und Korn und Wurz und Blend. Blend kennt heute sowieso wohl niemand mehr. Das ist der Buchweizen, sagt man heute.
Und da ist ein Gerst und Hover und die Rüben, ob das Rohnen sind oder Krautrüben, es ist sozusagen alles da gewesen in den Kellergarten. Ist der Bauer noch, um eben zu sagen, ein Selbstversorger gewesen. Es sind zwei Schweinlinge im Stall gewesen, die haben keine Schlachten. Und mit Rindfleisch haben wir allem sparen müssen, weil wir sind Kleinbauer gewesen. Und dann hat so ab und zu mal etwas gekauft. Es ist eigentlich ganz gut weitergegangen. Und die Gesundheit möchte ich nochmal betonen, das ist mir allem drei geblieben. Irgendwie später mal zu einem anderen gewesen, aber nein. Muss ich heute noch dankbar sein. Aber das ist schon viel gewesen, wenn wir die Acker hernehmen. Da war es da mit der Sichel Korn schneiden, tagelang. Kaum, dass es hell gewesen ist, in der Früh raus, bis um eine neue Zähne. Beim Bart ist es noch schlechter gewesen, weil das erst später ist. Im Schneiden ist es erst im Juli. Der Korn wird am Ende zum Petron Pauli oder sowas schon geschnitten. Und weil das hat weggemäßt, der Hocken und weggemäßt, weil bis zum 10. Juli hat wieder gemäßt umgebaut sein und Schwarzblend, Buchweizen, in Xan sein, damit er zeitlich wieder wachsen kann und Mitte September ist ja wieder reif, wieder geschnitten worden. Bei dessen hat man die Zeit ein bisschen müsst hinhalten. Bei den anderen ist nicht so ding geworden. Die Erdäpfel ja, haben wir auch gemisst. Bei Nabisch. Ja, bei schwarzen Möhren hat es geheißen, sind die gesetzt worden. Und manche sind bestanden auf dem Karfreitag. Das hat eben da in Fällen sein Bauern gewesen und gesagt, im Karfreitag haben wir halt einen Erdäpfel gesetzt und Huren müssen sie auch gesetzt werden. Aber ein paar Mal ist es passiert, dass sie nicht setzen haben können, weil es noch gefahren gewesen ist. Das ist alles schon passiert und so hat man halt da weitergearbeitet. Ja, da haben wir Holz arbeiten, die Wälder. Sind damals zu Maria Therese ins Zeit aufgeteilt worden. Je nach Größe vom Hof hat er eben Walder dazu gekriegt, zusätzlich noch. Das sind die heutigen Jochwalder, so leer mit 1,5 bis 2 Hektar groß. Es werden auch bewirtschaftet, heute weniger, weil eben der Holzpreis nicht mehr so. Aber damals, zu meiner Großvater- und Vaterzeit, da ist der Wald. Die haben gesagt, der Wald ist die Sparkasse für den Hof. Wenn es sonst nirgends mehr rausgeht, in der Wald, da braucht er weniger Pflege und da kommen eben Höhlen. Ja, damals das mindere Holz. Hat mir die Pappenfabrik nach Lahne geliefert, Schleifholz hat es geheißen. Der ist nicht lang geschnitten gewesen, die dicken bis zu 15 cm, 12, 15 cm dick, Meter lang hochgeschnitten, mit der Rind, hat man nur einen Preis gehabt, ohne Rind von einem anderen Preis. Und ich bin selber dabei gewesen, mit dem Kollegen, wenn wir Zoll geliefert haben, und noch jeden Tag noch kleine, euch zu Fuß, und mit dem Schnitzelmesser die Einzelnen sauber gemacht, weil der Preis eben ganz anders gewesen ist, weil sie könnte weißes Papier machen, und mit der Rinde ist halt lecker da und das gemacht worden. Aber es ist verwertet geworden, es ist ein Einkommen gewesen. Und später sind auch die Steigenholz, kleinere und die Krumpen und ein bisschen faul. Das ist als Steigenholz verkauft geworden. Das ist immer ein Viertel Preis gewesen von Rundholz. Damals mehr für die Walder, nur mit den Ross und mit den Ochsen das Holz zusammenführen, aufführen. Heute
Der Mensch kann sich heute das einfach nicht mehr vorstellen, wie das damals gewesen ist im Winter. Im Spätherbst hat man das Holz im Wald selber, wie es so weit möglich gewesen ist, an bestimmten Stellen zusammengezogen, zusammengestreift mit Ross und Ochsen. Und weil der erste Schnee gekommen ist, dann haben wir es losgeschickt, sozusagen, über die Rinnen gebaut, die gab, hat man gesagt, bin ich selber dabei gewesen, ja. Und von Joch oben bis in Nagele Loch, heute ist schon der Baumplatz, das ist schon ein Baum drin, als golden, stark drin, als aufgefüllt, aber damals, bis da war das oftmals sogar Licht gemessen worden, bis die letzten Wände gewesen sein. Aber man hat das ohne viel Einsatz für Kühe überhaupt nicht, aber Ochsen und Ross hat man gebraucht in bestimmten Stellen, wo es eben hingegangen ist, geht der Baum allein nicht mehr. Aber wo ein bisschen Gefälle ist, sind die allein gegangen. Es ist auch gefährlich gewesen. Und die voraus gearbeitet haben, und das sind ja alle mehr oder weniger die gleichen Leute gewesen. Im Winter sind 15, 20 Leute oben gewesen, die so, dann halt sind bis zu 1000, 2000 Kubik sein Ohr getrieben worden. Und das Gefälle ist allein gegangen, und wo es eben gegangen ist, haben wir halt wieder mit weiterziehen bis zur nächsten Stelle, wo man aushangeln noch gekannt und gesagt. Und das habe ich den ganzen Tag die Ochsen gegangen oder was. Und nach dem Krieg ist die Zeit gewesen, wo von der Brandesbruck Hauer gegenüber vom heutigen Pension Kofler gegenüber ist da ein Lagerplatz gewesen. Im Winter ist Holz gekommen, haben es da entweder reingestreift und geplumpt. Und es hat auch sogar eine Zeit gegeben, eine kurze Zeit, mal zwei, drei Jahre. Da hat man oben vom Mesnerhaus hinter der Kegelbahn, die heute noch steht, vom Kofler Gasthaus, hat man eben die Gab gebaut und hat über Heizkreuz steht unten vor dem Gasthaus Kofler. Rechts davon sind Bäume übergelegt gewesen und über der Straße sind die Bäume direkt auf den Platz gesetzt und da drin aufgehalten worden. So, ja, Jahrzehnte her. Aber es ist interessant gewesen und man hat es da im Dorf da gehört, wenn die mal von Drohter weg oben auf dem Ruhrrohr Richtung Tauben haben. Sind die Hälfte oben. Wenn das Holz da Ohr ist, auf dem Vorn am Boden und links und rechts ist die Wand gewesen für die Stämme, die gab. Und sie links und rechts immer geguckt, da hat man bis da Ohr gehört, aha, jetzt kommen sie wohl die Ball, hat's geheißen. Und beim Ruhr oben hat der allen selber gemisst, weil unmittelbar über dem Haus sind die vorbeigesaust. Und da hat der Alm selber gemisst, oben schauen, dass es nicht so schnell gehen, oben gekannt, dass sie nicht über der Gabe aussaußen. Und im Monat ist mal drüber gesprungen und ist oi und in der Küche nicht. Ich schaut blind, ist der Baum in den Herd hingeschaut. Ist alles passiert. Bei Tauben haben wir oben ist nicht viel besser gewesen, sonst sind sie nicht gerade ins Haus hineingekommen, aber halt in Stall waren sie auch hineingekommen, auch schon passiert. Aber es ist nicht so gefährlich gewesen. Ja, aber nie weiter selbst passiert. Nie Kontakter gewesen, als man ab und zu einmal einen Hack zugeschlagen hat, ist auch gewesen. Und mit den Fußeisen auf den vorderen Baum haben wir hupfen, das ist in der Kuhherrnabe gewesen. Und ja, mal da war schneller und mal dort, das ist halt drin gewesen. Aber es wollte stehen gehen und dann ist wieder geteilt geworden. Jeder
Stammriegel hat einen Mark drauf gehabt, entweder einen Namen oder eine Zahl. Für die Arbeiter haben das eingehackt. Bam, das ist drauf geblieben und da jeder hat gewusst, das ist mein Mark, der gehört mir, der gehört mir. Weil 3000 Kubik hochkommen und übereinander liegen, dann muss das erst geteilt werden wieder. Ja, so noch die Viehwirtschaft, Milch gestellt. Es sind immer gut 20 Bauern gewesen, die 60er, 70er Jahre Milch gestellt haben. Der Knoll, Otto, ob man gehalten ist von Verheidung, Pension Kofler, der Großvater gewesen. Der Otto, der hatte das Lieferwagen gehabt und der hat die Kannen ihm gesammelt und hat sie nochmal reingefahren und in die Sennerei. Und die Laden Kannen wieder zurückgebrochen und so hat Toni 10 Liter gehabt, es sind manche gewesen, die 30, 40 Liter gehabt haben, es sind auch rund 10, 15, 20 Liter gewesen. Aber Ende des Monats hat es halt da ein paar Liter angegeben und das Futter selber gehabt haben. Damals haben sie mit dem Futter aus Haushalten. Sie haben das Viech mit so einstellen, dass sie über das Jahr durchkommen sind, bis zum nächsten in den Frühjahren natürlich. Wenn kaum ein großer Ozermann in den Schweden um die Schuppenmäste überall um ein bisschen oben an und dass wenn der Heilstock fertig gewesen ist, dann mit dem Groß weitergearbeitet werden. Aber deswegen haben sie schon vorhin müssen das Viech entsprechend einstellen sein. Manche gewesen, die das Viech im Frühjahr gut benannt gehabt haben und auch manche, die es weniger gut benannt gehabt haben, weil sie zu viel gespart haben. Getreue Mehl kaufen ist leider das, was übrig geblieben ist beim Mahlen, was der Müller als Grisch gebrochen hat, oder ein minderes Zeug noch beim Mahlen noch übrig geblieben ist und das hat viel gekriegt. Sonst ist da Jahr später hat man angefangen, Biertreiber in Höhl, in Forstrein, die 60er Jahre. Ich bin ja auch einer unter den Ersten gewesen, mit dem Traktor reingefahren, in der Früh, im Winter ist es kalt gewesen. In den Traktor drin, eine Stunde und zwei Stunden warten, da hat man 10, 5 oder 10 oder 15 Hektar Biertreiber gekriegt. Mit warten, bis wieder der Sus gekommen ist. Manchmal haben wir weniger gekriegt. Und zum Schluss noch gar nicht mehr. Mein Bein ist auch eingegangen und ist langsam ausgeblieben. Viel Geschäde weg gewesen, es sind ja wenig, es sind ein paar Bauern gewesen, die einen Stall voll viel gehabt haben. Aber mittlerweile sind ja 5 Stück Kühe, 5 Kühe in Fällen da oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn man heute zurückdenkt, was als motorisiert ist, damals hat es die Tollmühl, Obertollmühl und Untertollmühl gegeben. Und die haben es getreu angeholt mit dem Mulli. Nein, Esel. Mulli ist schon anders. Esel sind das gewesen. Zwei. Da ist einer hauptberuflich fast beschäftigt gewesen, das ist der Rüberlois gewesen. Der ist mit Esel in der Früh rausgefahren. Über den ganzen Dorf um und hat das Getreu eingesammelt, damals von der Getreukiste, außer direkt auf den Eslei und in die Mühle geführt und auf den Rück, auf den Ausgefahren, hat er gleichzeitig auch das Mehl, was für die vorigen Tag gemahlen ist, geworden. Hat er die Bauern wieder gebracht. Mit die wenigsten haben gezahlt fürs Mahlen. Der Großteil hat geheißen Metzen, hat man damals gesagt. Und Metzen versteht eigentlich nicht jeder. Das ist ein gewissen Teil von Mehl, hat er zurückgehalten gekannt für die Arbeit. Und so ist es
meine jahrelang, jahrzehntelang gegangen, bis nachher kam ich mit dem Traktor um den Weg, um den Weg gewesen ist. Ja, das ist, können sich die Leute heute nicht vorstellen, das ist der Esel kommt mit zwei Mehlsäcken zu Zeiten gewesen. Aber so gewesen, die Bauern haben eben seine lebenswichtigen Sachen selber gehabt, in den Laden gehen. Ja, einmal in der Woche vielleicht einmal etwas gebraucht, aber mehr sind zwei Geschäfte gewesen. Damals beim alten Gasthaus Dornwirt schon drin gewesen, ein Lebensmittelgeschäft. Tante Emmeloden, sagt man. Und beim Gasthaus Kofler ist auch ein Geschäft drin gewesen. Ist alles, Dornwirt ist verschwunden, das ganze Gebäude. Kofler ist umgebaut worden. Das älteste Gasthaus war beim Mauer am Gattach, wo sie nicht mehr zurück, nicht mehr weiß, das ist ganz früher, wo die zu Durchreisende zu Fuß oder auch mit dem Ross durch der Durchreise gewesen sind, haben sie die Möglichkeit gehabt, das Ross hinzustellen und zu füttern und im Gasthaus zu übernachten. Aber das ist noch aufgelassen worden. Damals hat man mehr Küchen gehabt, es sind Bauern gewesen. In Radeis drin Küchenholzer, zum Beispiel Montenellen und auch in der Plateiderhof, die haben ja 100 Cent noch mehr Küchen gemacht. 4, 5, 6 bis 10 Frauen gehabt, die im Herbst von Landsberg war, unsere Frau im Wald, Felix und da von da oben war, die sind hergekommen, praktisch um der Kost. Kulten Küchen auch glauben, die jeden Tag raus. Damals hat man, die Küchen kann man ja nicht glauben. Dann warten bis auffallen und die Igel herauftreten. Und seine Küchen klumpen gewesen, heute habe ich gesehen, haben sie alle die Handschuhe, um die Küchen Igel aufzutehen. Aber damals hat man mit der Küchenclub eben die Küchen aufgenommen und Küchensackel umgebunden gehabt und da auch gesammelt. Ja, eben sich ein bisschen Weinberg ist auch gewesen, der eine und der andere hat ein bisschen Raut gehabt. Und große Schnee gewesen, aber halt, ja, ein Leps zu machen, Leps ist ein altes Wort, Leps, trinkt heute ja niemand mehr, aber damals hat es ja nicht, ist Geld nicht gewesen, in den Gasthaus gehen, ein Bier zu holen oder in ein Kaufhaus ein Kisch Bier holen, das ist nicht drin gewesen. Und haben sie halt den Wein gemacht, für den bisschen Brosch, was sie gehabt haben, und dann auch nochmal warmes Wasser reingetragen auf den Ständer und ein paar Kilo Zucker zugesetzt und wieder umgerührt mit dem Muster, bis alles ein bisschen durcheinander gewesen ist und in 4-5 Tagen hat er nochmal angefangen, der Stand zu gären. Der hat auch gearbeitet wieder, weil es muss ja eine Gärung stattfinden, dass es eben ein bisschen Alkohol auch gibt. So, für den haben die Leute dann mit Leben hat zu trinken gehabt, weil Frauen sind nicht begeistert gewesen, die haben halt Milch getrunken oder Wasserlei, Tee, hat es ihm schon gegeben. So ist das dahingegangen. Ja, der Obstbau ist das eben so gewesen. Das sind die alten Feuer, die alten Bäume gewesen. Wir haben zum Beispiel 57 Jahre eine gute Erinnerung, weil damals der starke Frosch gewesen ist, hat ja über ganz Südtirol alles verbrennt. Normal haben wir zwischen Jedlroden und Bataillon Dörfer dran, keine dran, Kalterer und Lernender Bämer und was da alles drin ist, zwei Wagen gehabt. Und selbes Jahr war eben das Drogjahr gewesen, da haben wir zwei Wagen zusammengebracht. Kölpermänner ist die Hauptsache gewesen. Und dann eben Bier nach dazu gewesen, Kaiser Alexander ist eine große Mutter gewesen, da in vielen.
Da hat man Jahrhunderte, Tausende Bierbaum gehabt und alle weg, weil das ist die Schmierlaus gekommen, sind alle rot geworden. Und dann hat man eben angefangen, die alten Sorten herweckt. Dann haben wir 57 Jahre statt 2 Wochen haben wir 20 Zentner zusammengebrochen für die alten Bäume hoch, wo oben über ein paar gewesen sind. Unten haben wir halt verbrennt gehabt. Da ist die Wandermutter Gottes Sommer gewesen. Heute wissen die Leute, auch die Jungen wissen vielleicht, die heute steht sie in Polen drin, in Tschernstochau, die Schwarze Madonna heißt die. Die ist dann da und die ist 57 Jahre von Dorf zu Dorf, Gemeinde, durchgetragen. Jede Nacht ist die gewandert, ich bin auch drunter gewesen, von der Tollmühle bis zum Moorbild. Das ist schwer gewesen, schwer. Da haben wir alle geschwitzt, obwohl es kalt gewesen ist. Das ist im Mai gewesen, was alles verbrennt hat. Und so, und danach ist noch seine alten Bäume alle rausgekommen. Ich bin auch da in den Dorf, da war einer der ersten gewesen, der ziemlich umgesetzt hat. Im Vater hat es nicht gerne gesehen. Er hat gesagt, wenn du alt bist, mit was willst du denn eine Kuh füttern? Wenn nicht mehr und kein Acker und kein Korn und kein, nicht einmal mehr Erdbeerplaschgeilen und so, ja, heute ist es soweit, kein Erdbeer mehr ist, aber da ist die Zeit gewesen. Und die haben halt ihn halt gesetzt, die gesetzt in den Haus, wo heute Haus steht, ist damals nicht gestanden, ich hat da nicht viel dagegen gehabt, aber ich würde sagen, die untere Wiese heißt heute noch. Die sind schöne Bäume, viele nicht drin gewesen. Und die aussortieren und einsetzen, das hat er gar nicht gerne gesehen. Er hat mir auch nicht mehr geholfen sitzen, sein, weil die Zähne angesetzt sind. Aber danach habe ich die Stärke drin gehabt, die da unten ganz gut gedeiht haben und das ist ein Riesenarbeit gewesen, weil damals hat man ja die Sämling gehabt, nicht heute die Tippen unterlagen. Und die sind ja gewachsen und je mehr das man geschnitten hat, je mehr sind sie gewachsen sein. Ich habe mit den Spargeln die Äste gezogen, wenn er der stark, wenn er waagerecht liegt, dann bringt er etwas, aber wenn er gerade einsteht, da bringt er nichts. Und sie haben halt nicht alle gewollt verstehen, die ausgewandert sind, das ist 40. Dann die weg. Es geht ein Heim ins Deutsche Reich. Es sind zwei Studenten weg, die damals hinten im Studium gewesen sind. Die haben gesagt, sie können draußen weiter studieren. Der eine ist Lehrer geworden und der andere, der hat eigentlich vorgehabt, Geistlicher zu werden. Und der andere hat Lehrstudium. Und wie sie in Innsbruck angekommen sind mit dem Zug, das ist gleich empfangen worden. Und das kostet auch, habt ihr man durch, ein gleich hingekleidet worden zum Militär. Im Studium vorbei gewesen. Sind alle beide heimgekommen, die sind in den Krieg gewesen. Der Lehrer hat einen Schulterschuss, Durchschuss gehabt. Und der andere ist eben bei der Flugstaffel gewesen und sind alle beide heimgekommen wieder. Und die Familien, die draußen geblieben sind, viele draußen geblieben, ein paar sind wieder retour, die Rückwanderer. Es konnten die sein, irgendwie von der Gemeinde unterstützt geworden. Die haben Wohnungen bereitgestellt gekriegt, weil sie wieder gekommen sind. Oder ausgebaut, etwas irgendwie, zum Beispiel, um etwas zu sagen, da in Lahne unten sind ja viel mehr gewesen, wie da in Fällen da. In Lahne unten, der alte Bürgermeister Hofmann, der hat sich bereit erklärt, die Rückwanderer, wenn Familien sind, mit Kindern, können bei ihm jeden Abend mit einem Bündel kommen, ein Bündel von Milch holen. Deswegen ist er ja
gut angeschrieben worden. Viecholiefernzell ist ein bisschen eine harte Sache gewesen, weil wir haben zum Schluss 1945 haben wir leider mehr zwei Kühe im Stall gehabt. Weil nur früher sind die Ochsen zwei Kühe und ein Kalbele und nachgezielt, so 5 Stück maximal im Stall gewesen. Na, Garling haben wir die Ochsen weggelassen, dann haben wir mit den Kühen, schwerere Kühe, gehabt zu arbeiten, irgendwie ziehen und Milch geben. Und dann sind wir zusammengearbeitet geworden, weil eben, wie gesagt, in einem kleinen Betrieb mit kleineren zu Kalben allein zweimal, es hat müsste ein Stück sein, ein Lebensstück. Da wird benannt gewesen, ist nicht so ein Ding gewesen, aber vorgeschrieben gewesen, an dem und dem Tag ein Stück Rind bringen. Und wir haben insgesamt 5-mal eins angeliefert. Und obwohl das maximalste 5 in Stall gewesen sind früher, und nachher eigentlich mehr 4 Stück und 5 angeliefert, das ist ein bisschen hart gewesen, weil eben der Schwarf gezahlt worden ist. Wir müssen kaufen, weil wir haben sie ja nicht mehr gehabt. Vortrag mit Zuschauern, diesen Spritzen, ich frühe. Ich war um Land gekommen, um so einen Bock sozusagen zu kriegen, da anzuliefern. Die letzte kurze Stelle ist schon auch nicht gegangen. Nicht? Nein, ist hart gewesen. Soll. Ja, weil eben viel Knappheit gewesen ist, überall, auch in Ortsberg, das sind die Ortsberger allen da gewesen, hauptsächlich die Marchetti. Marchetti, der Name, den hat jeder gekannt, weil das sind bei jedem Bauer gewesen, garantiert, der ein Viech gehabt hat, oder bei jedem Bauer uns gefragt, ob sie nicht etwas zu kaufen kriegen. Sie haben gut gezahlt, aber sie haben genau gewusst, sie müssen es bei Nacht und Nebel, müssen es aber über den Gampenpass treiben, weil Gampenpass ist die Grenze gewesen, ich habe bewacht gewesen, zwei Burschen gewesen, Tag und Nacht, ich war bewacht gewesen. Und da, wenn ich da mit dem Viech drüber gucke, haben sie es mit dem Schlagen haben. Und dann hat es ergeben, hat die Markette da in Fällen da, oder schon verloren, aber woher war sie nicht? Ich bin in der alten Schuhwunden geguckt beim Moosessen. Der Vater ist gerade da gewesen, in Urlaub, weil Erholung, Arbeitsurlaub gehabt. Wir haben Moos gegessen und nachher kommt der Nachbar und sagt: Du Luis, es gehört durch ein Rostsein vorbei. Gehen wir nehmen die Pix, gehen wir mal schauen, wie wir sie sein. Ja, da hat er mit Minuten gehen. Und am bestimmten Platz da hat schon einer, der damalige Chef, der schon mit dem Gewehr in der Hand vor dir gestanden und hat sie in Schach gehalten, bis sie da gekommen sind. Wir haben sie zwei waren nicht gern gegangen, aber sie haben mit. Gehen, weil der Auftrag ist gewesen, wenn sie da sein müssen und gerufen werden, dann müssen sie gehen. Da haben sie mir das Viech sein, 2-3 Kühe gewesen, und zwar Ross, meine ich. Und die haben sie mir angenommen, unter Bewachung getrieben, bis in Stall von Mauer am Gatter. Das ist ein alter Stall und ein großer. Da sind früher schon die Wanderer, die durchgezogen sind, mit Ross oder hat sie Fuß, irgendwie kein Schlafen, Gasthaus, oder den Ross unten hinstellen und füttern, den nächsten Tag weiter. Und da ist eben schon vorbereitet gewesen, wenn etwas geschlagen wird, muss das da hin, und da ist eben eine Woche aufgestellt worden. Die Viecher sind bewacht worden und den nächsten Tag noch lernen. Weiter weiß ich nicht mehr, was mit dem passiert ist. Auf alle Fälle, in die Markette ist damals das Viech genommen worden, auch eine Bezahlung. Die haben gewusst, zwar, dass sie es nicht haben dürfen, es ist verboten gewesen, dort zu kaufen und die waren zu treiben.
Aber was hier um 6 Uhr spielt, dürfte mal Wertseminar gelungen sein. Das wird sicher nicht das erste Mal gewesen sein. Aber was es ist eben gewesen. Und schock. Und seitdem, man könnte sein dann auch eine Oma gewesen, aber nicht mehr wegen Viech, sondern als Stoffhändler. Jeder hat einen Bock auf den Buckel gehabt und seine Oma wollen Stoff verkaufen. Das ist ein Handelsleid. Ich weiß nicht, bis heute, denn die alle schon gestorben wahrscheinlich, weil, nachkommen werden sie sein, aber für die, dann drei Brüder gewesen, die hauptsächlich in der Handelschaft in jeder Beziehung tätig gewesen sein. Ja, die Lebensmittelkarten, da so, ist gefragt worden, wenn Bauern, die Viehstall gehabt haben, Kiehstall gehabt haben, die haben mir Butter liefern. Und der Bürgermeister hat gefragt, hast du Butter gestellt? Dann kriegst du eine Lebensmittelkarte, speziell Tabakkarte. Die, wenn du keine Butter gestellt hast, dann hat Tabak überhaupt nicht gegeben. Und die anderen, wenn eine größere Familie mit Kindern mehr, die ist halt besser berücksichtigt worden. Es wäre, wenn halt zwei, drei Leute im Haus gewesen sein, die ist halt berücksichtigt worden, je nach Größe und Bedarf. Aber es ist eben knapp gewesen, weil eben überall knapp ist geworden. Nur, wenn du zu sagen, in Fällen da direkt Hunger, auch keiner mit haben, weil bei einem Bauer hat es allen wieder etwas gegeben. Die da geblieben sind, aber die Arbeiter, Arbeitsleute, die so in der Wohnung gewesen sind, die haben beim Bauer ausgehalten und haben sie wieder etwas gekriegt. Ob das Erdäpfel gewesen sein oder Mehl oder Butter oder Milch, das sind alles notwendige Sachen, die haben die so gekriegt. Und so Lebensmittelkarten, das ist eben, wie gesagt, Fleisch, Gemüse und Zucker und ja, Kaffee hat es kaum gegeben auf Karten. Fleisch, Zucker, Mehl und Tabak. Die Lehrpersonen, ja, seien auch zwei alte Frauen gewesen. Eine aus Fellern, eine geborene Mitterhofer, aus einer Teils drin. Und die andere, weiß ich nicht genau, woher, eine gewisse Zangerle. Die haben wir nicht so gern gehabt, weil die ist zu viel auf dem Beten ausgegangen. Als ein Fleisch Kirchen gegangen ist, der hat ein gut zeigendes gehabt, wenn er ein Nippi gekannt hat. Und der andere, der Nippi, die ist natürlich selber jeden Tag in der Kirche gewesen und hat jeden vermisst, der nicht gekommen ist. Er hat sich schon gefragt, ein bisschen in die Kirche gegangen, Matsch. Und er hat ein schlechtes zeigendes gehabt. Ja, aber das eine, was ich werden kriege, hat sie alt gewesen und Gott und noch. Nach dem Krieg sind noch Hilfslehrer gekommen und da ist noch schon anders gegangen wieder. Weil aber, sagt er, das ist schon Lehrzeit. Wenn ich so das erste Jahr habe ich keine Schule gehen. Ich bin Italienisch noch gewesen, weil ich irgendwie einen Ausschlag habe und den sie nicht so schnell weggebracht haben. Ist noch gut gegangen. Und danach, 45 Jahre ist keine Schule mehr gewesen, weil die Schule kalt gewesen ist. Die Lehrerinnen sind auch zu alt gewesen und wir haben kein Holz mehr gehabt, die Klassen zu heizen. Vergessen ist, bei mir daheim, sind wir noch zweimal in der Woche in nächster Umgebung ein paar zusammengekommen, ist die Lehrerin gekommen, da in der Stube und hat ihnen ein bisschen was erklärt. Eine Beschreibung gemacht, aber das ist ja nicht mehr gewesen. Und die anderen im Herbst und sowieso sind die vier Fünftklässler, die um das erste Mal heilen, mit in der Schule gehen wieder, weil sie möchten mit Arbeiten helfen auf dem Bauernhof. So im Herbst ist halt mehr heilig, viel aus dem Sogern werden und zusammengetan in der Schule. Schlecht gewesen. Und Mittelschule hat es keine gegeben. Da sind wir heute, dass sie noch lernen gehen. Wenn sie da
erst schon jetzt in noch kleine, 2-3 Jahre, und dann auch im Rhein ist die Möglichkeit. Und mir wundert öfter mal, dass man so viel lernen, und man kann das nicht ein bisschen rechnen. Aber ich kann kost notwendig ganz große Rechnungen. Aber halt, ohne so die Mütterhofer, die ist ein Spezialistin gewesen in Rechnen. Sagte er, das ist so aufgezeichnet und auch erklärt, dass man wirklich etwas verstanden hat. Und uns kommt es wohl gelernt. Herr Doktor, ist natürlich schwierig gewesen, wenn da etwas passiert ist, bis der Doktor cool gesprochen hat. Man hat ja schon eine Weile gebraucht, bis man zum Doktor hinkommen ist. Ich habe kein Telefon nicht gewesen. In Doktor Verständigung bist du, wenn es in der Nacht ist, bis der so weit gewesen ist. Wenn ein Russ vorhanden ist, dann könnte er auf den Russ auch reiten. Und sonst auch mit zu Fuß auch gehen. Aber später ist es ein Vorwärter gewesen. Und Telefon kam, ist es alles anders gewesen, aber halt mit dem Russischen auch nicht jeder bereit gewesen. Auf der Russseite sitzt man überhaupt im Winter, wenn es heil gewesen ist oder in der Schnee. Und ich habe mal einen mit dem Jeep, ich habe einen Jeep gehabt, die 50er Jahre nachher, bin ich auf Galle gefahren, halt den Weg nach Galle, ist ein mörderisch gewesen, aber mit Allrot ist man kaum weitergekommen. Und da ist ein Stück gewesen, wo ich von alten Weg rausgefahren bin, weil die Besitzer haben Geld, die haben neben den alten Gräben da ein bisschen Weg gehabt. Und das habe ich gewusst und bin halt zum Haus gefahren. Und der Doktor ist mir auf den Chip ausgekommen. Da hat er gemeint, ich war da rein. Aber Arbeit ist schon mitgegangen, er ist zu Fuß gegangen. Und da war ich noch mit dem Telefon, ich fuchste ja, weil ich Schaus gewesen ist. Oh, das ist auch gut, aber früher haben die Doktor, das ist in der Hebung, in der Nacht gebraucht, ein bisschen sein Haus gebucht gewesen. Also ich kein Rettungsauto oder nichts, überhaupt kein Auto umrisch gewesen. Das sind die Haus gebucht gewesen. Die Hebung wird kommen, wenn es möglich ist gewesen, als im Tag vorher Verständigung gekannt. Vielleicht, wenn es möglich ist, bereithalten, dass ich, und sonst ist halt manche Soldaten daneben gegangen. Ne? Ja, so 46 ist bei uns da als angefangen. 46 im Herbst haben wir den ersten Brand gehabt, vermutlich auch angeschiert. Sonst hätten sie nicht gewusst, wer. Und 47 ist weitergegangen. In Bauernsundi hat mein Nachbar gewonnen. Auf Nacht, ich bin beim Kartenspielen gewesen in der Nachbarschaft und schaue beim Fenster aus und dann sehe ich das früher. Und dann habe ich gemeint, in der Schodel ist erst mal 50 Meter der Felder gewesen, bin ich erst gesehen, als der Nachbarschodel ist. Das ist 47 gewesen in Bauernsundi. In unsinnigen Finsti. Uns in den Donnerstag, Pfingsten, sagen wir im Volksmund, Donnerstag hat es den Nächsten gewonnen. Damals ist gerade zugetroffen, dass auch einer auf dem Fällen da, ein alter Jungsel, ich bin heiraten gewesen, ist gerade. Und da haben sie auch nie gedacht, dass er noch heiratet. Auf alle Fälle haben sie dem Katzenmusik gemacht. Katzenmusik ist auch ein Begriff, da ist einfach manchmal zu weit gegangen. Es sind 50, 80 Leute auf der Mappe benannt gewesen. Und allein 3, 5 oder 10. Aber bei den sind einfach, wir haben sie gesehen, ich bin nicht mitgegangen, aber ich habe zugeschaut, wie die von dem Haus aus sind. Ganz gleich, wenn ein Hennestall auftut, so sind sie rausgekommen da. Und mir gleich wundert, wo die alle Platz gehabt haben. Dann haben sie gefeiert und in der Nacht hat es noch gewonnen. Wieder ist in unserem Finster gewesen. Und dann hat es zwei gedauert. Was im Februar gewesen sein, ist der nächste Brand gewesen. Und eine Unfänge
sind mehrere gewesen, weil die Leute haben nicht mehr schlafen gekannt. Ich bin damals auch bei der Feuerwehr gewesen schon, beim ersten Band, wo die Viecher da verbrunnen sind, da ist der Vater noch dabei gewesen. Und danach bin ich nachher 47, bin ich eben hingetreten, bei der Feuerwehr, bin alle Brände dabei gewesen, da haben wir einen Schlauchwagen. Das sind Räder gewesen, ja, war anderthalb Meter hoch, zwei Räder, und da ist der Schlauch da drin aufgewickelt gewesen. Der Schlauchwagen, der ist in alten Gebäude oben, wo wir die Schule gehabt haben, in alten Gebäude hinten an ist die Holzschupf angebaut gewesen, für das Holz, was in der Schule gebraucht wird. Unten drin ist die letzte Familie gewohnt, neben der Spritzen, das ist die Spritzenhalle gewesen, wo die Pumpe drin gewesen ist. Eine Pumpe mit 94 Spritzen, also mit zwei Zylinder. Und jüngste der Zeit, zwei mit Drucken. Und nebenan ist die Familie Kaufmann. Das ist der letzte Sekretär gewesen. Der letzte Sekretär für Fällen, wie lange die Gemeinde noch selbstständig gewesen ist. Der Kaufmann zu Clarence Mandelwein mit dem netten Mensch. Die Frau hat lange danach noch gelebt und sind zwei Söhne gewesen, nicht ganz zurechnungsfähig gewesen. Da war ich überhaupt nicht. Auf alle Fälle, da in der hinten drin, ist der Schlauch oben gegangen mit Autoholen. Ich bin dabei gewesen, weil wir dann gezogen haben. Und mir ist die Luft weggeblieben, weil Rennen und Zirchen, also mich niederschmissen haben, kann man nicht wissen, weil ich noch einen Platz und keine Luft mehr gehabt. Und die anderen Mann haben eben den Punkt, der ist schon schwer gewesen, Eisenräder, was damals, und die Zirchen überall hin. Ist ja nicht gegangen. Und da ist eben mit der Saugleitung zulegen, oder wenn sie, das sind die Schüttungen gewesen, das Gute ist gewesen, dass sie im mehreren Orten beim Haus immer so ein Tümpel, ein Schütt, hat man damals gesagt, das ist zum Gartenwasser gewesen. Das ist, die meisten sind so gebaut gewesen, dass ein Balken gewesen ist und mit Brettern rausgelegt, die Frauen waschen und gekannt und schwänzen. Und wenn das Wasser klar gewesen ist, bei schönem Wetter ist es ja so viel klar gewesen. Also. Und deswegen ist Wasser in nächster Nähe gewesen, aber meistens zu spät, bis das gemerkt ist geworden. So ist wohl der Feuerwehrmann gewesen, einer hat als Hornist. Der hat wohl geblasen, aber das war schon eine begrenzte Zeit, den Stück gleich her. Dann haben die Glocken nicht gestorben geworden, wenn die Grase angefangen hat zu schlagen in der Nacht. Nach die Kleineren so arbeitet, dann hast du gewusst, das ist unmittelbar im Dorf. Wenn sie mit der Kleinen angefangen haben zu stürmen, es kann im Wald sein oder in der nächsten Gemeinde. Auf alle Fälle ist das Sturm gewesen und da haben vielleicht gewusst, was ungefähr durch den Handhaben für die Dinge ist eben klar geworden, wo und wo es ist. Später ist noch die Arena gekommen. Ja, bis zum Jahr 26 ist Willen eine eigene Gemeinde gewesen. Und na, aus welchem Grund? Ja, damals ist die Versicherungszeit gewesen, mit ob der, wie wir schon erwähnt haben, der Herr Kaufmann, ob der mächtig gewesen war, das weiterhin zu bewerkstelligen, ist als Italienisch gewesen, in der Gemeinde als Italienisch. Und ich weiß nicht, ob wir das gegangen war, auf alle Fälle. Ist finanziell wahrscheinlich auch nicht. Man hätte ja, später hat man einmal versucht, es sind ein paar Leute gewesen, die nach dem Krieg, Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre, haben die mal versucht, mit der Bevölkerung zu reden, ob man nicht wieder
die Gemeinde selbstständig machen könnte, aber sie haben keinen Anklang gefunden. Jeder hat gesagt, ich muss mir erst überlegen, weil was da auf ihn zukommt, was sie sagen, als sein muss der Kabinett und Arzt und Hebamme und so weiter. Das kostet halt viel zu viel Geld, sagen wir, zu klären. So wie ich zu lernen geblieben. 26 Jahre ist eben zu lernen gekommen. Und, ja, man hat dann gesagt, lange Zeit ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, der Fällen. Weil Fällen ja auf Lerne angewiesen ist worden. Lerne sind ja Vertreter gewesen auf Fällen, aber wenn der Bürgermeister nicht absolut dafür ist, noch keine Vertreter auch nicht machen. Sie haben eine Besuchszeit. Später haben wir wirklich genommen Lester Wenen. Der ist der gewesen, der sind 200 Vertreter da gewesen. Ein Junge. Und da ist das alleweil mal etwas bewilligt geworden. Und das Ding da, weil eben der Namen Fällen als Verkehrsverein nicht mehr aufscheinen soll, weil im Verkehrsamt Lahne. Deswegen haben sie ja den Namen Luftkurort Fällen, was ja eigentlich schon gemeine Lahne. Aber Namen Fällen hat noch eine Bedeutung gekriegt, weil es Luftkurort gewesen. Und deshalb sind sie während zugesagt noch als Entschädigung, weil was früher nicht bewilligt ist geworden. Ja, ja, Fällen als Bauerndorf, möchte ich dazu sagen, als Selbstversorger fast. Man früher Zeiten, wie schon erwähnt, die ist ja alles drin gewesen, in Acker und in Stall und für den, von dem und um das zu verteilen, um zu geben. Richtig Bauerndorf, wenn ein Bauer eine Viech hat, sie nicht geben. Ich habe einen Schof genommen, einen alten Schof gehabt, einen alten Stall unten. Groß habe ich nicht gehabt, aber Schof und Helm gehabt. Einen Schof habe ich nicht können sein. Im Herbst habe ich einen Kuppel Wiesermarkt. Das ist am 22. September. Da sind die Schof schon zum Verkaufen gegangen gewesen, um zu viel Helm in Schnur. Und auf dem Kuppel Wiesermarkt sind zwischen 1.000 und 2.000 Schof drin gewesen. Da sind die Händler gekommen und gekauft. Die haben bin auch allem drin gewesen. Und da, wenn ich wieder gebraucht habe, gekauft. Und im Sommer haben wir sie in der Allweige getan, der Nacht. Und im Winter, im Sommer, im Herbst, sind sie auf der Wart gewesen, der lange ein bisschen groß gewesen ist. Und danach haben wir sie halt gefüttert. Die Wolle hat man gebraucht und das Fleisch hat auch gebraucht. Und so ist es einfach ein Bauernhof gewesen mit Viech, Focken sind überall drin gewesen, zwei, drei und manche sind gewesen, die Drogsei gehabt haben, um Ostern nach dem Markt gegangen mit den Kleinen, die jungen Focken zu verkaufen. Und dann haben wir halt gleich, was ich selber schlachten gehabt habe, und habe ich in Langes wieder gekauft, im Winter, im Sommer über gefüttert und im Winter habe ich es erhoben. Und die Milch selber und das Fleisch, und das haben wir da selber gehabt, und es war einfach ein Bauerndorf gewesen. Und hat sich ja alles, es ist keine Möglichkeit gewesen, ich habe keine Vorwerk und nicht immer gewesen, keine Auto, mit Haarräder, ja. Und mein Nachbar, der Meixner Ender, das war von der Heide, Besitzerin, der Großvater, der hat zuerst ein Auto gehabt, der schon die Straße, 52 ist ja ein bisschen Wasserauer gebaut worden. Und danach noch ein weiterer Auto, bis zum Dorf, also ein bisschen zur Kirche. Der Bauer am Stuhl hat die Karetten gehabt. Der hat auch im Haus gebaut, ein neues. Da hat er Karetten gehabt mit Hinterradlenkung sogar. Das kannst du aber leider, wenn du gut Ding vorgeschossen bist, schaust du mit den Viech nicht fahren. Weil vorher geht es an und hinten geht es so. Nicht? Der geht auf den Tisch am Umkehren.
Und der ist schon noch für die Vorzüge. Ein Jahr später sind noch ein Chip gekommen, unter anderem. Ja, das Dorf selber hat sich jetzt auch wirklich verändert. Und der Tourismus zum Beispiel hat ja viel Geld gebraucht, weil die 68, 69 hat es erst richtig angefangen. Vorher sind zwei Wohnzellen gewesen, zum Beispiel beim Turnwirt sein Verwandte, vielleicht zwei Jahre müssen einmal in Urlaub verbracht, aber halt angefangen. Da sind mehrere seine Zimmer vermietet gewesen, die leider ein Zimmer oder zwei Zimmer in eigenen Haus vermietet haben. Und nachher ist gebaut worden. Ja, mein erster Kontakt mit Lerne wird gewesen sein, wie ihr mich kennt, mit dem Vater mitfahren, wenn er Diplom geliefert hat, zum Magazin Unterpertinger, das hinten, wo die Bushaltestelle ist, von Lerne im Rhein. Das Gebäude Städte nicht mehr, das ist ein Bürogebäude jetzt. Wir auf die Schlafen, die Schlafen drauf und die Brücke, die Äpfelbrücke haben sie gehalten. Und da hat man die Gräben gehabt mit 100 Kilo. Es sind verschiedene gewesen, sind eckige gewesen, sind mehr reingegangen. Wir haben die mit Weiden, Fluchten, also gehabt. Und es sind 80, 90 Kilo drin gewesen. Aber das sind mit Ochsen heute überrunscht, bei den Mäßler, das ist halt der Weg, weil von Gasser weg, hinten unten existiert er nicht zum Teil, der alte Weg, der ist ein Pflasterweg, da sind große Schwammplatten drin. Und wir runschen den Raum raus, um die Luft, die Ochsen schon mit festziehen, dass die Hause dazu genommen, weil die anderen Orten, die, halt, die schlafen da hinten am Boden geschlafen. So sind die Ochsen in Tinderheb. Und nach unten in Lahn am Ende von dem alten Weg, wo mit den Radlern und die Unzahne nicht da, für die alten Radler, das ist jetzt ein bisschen alt und auch gebrechlich, aber es ist nicht da. Und so hat man nicht gedacht, über Lahn unten rüberfahren, alle bis Enden, zu Unterpersinger. Und dann die Gräben, Ortien, sind zwei Mann da oben mit einer Stange durchgeschoben, oben bei die Handleib. Und so mit zwei Mann hineingetragen und dann, wer die doppelten Gräben gehabt hat, der hat die Gräben gekannt unten lassen, haben sie von der Gräbe aus sortiert. Gewogen sind sie mit der Gräbe geworden, aber sortiert nachher im Magazin drin. Und wer sie nicht gehabt hatte, die gleichen Leute, die haben auch mit warten. Bis der ist ausgeklappt sein gewesen und sortiert, als er die Gräben wieder angekannt mitnehmen, um weiter zu glauben. Ja, später sind dann die großen Steigen gekommen. Und die Ochsen einmal in den Tag, sind sie ja ganz gut gegangen, aber wenn sie zweimal in den Tag umgehen, sind sie den nächsten Tag ja fast nicht mehr aufgestanden. Weil auch wird um das Lagergerät mit der Erziehung, nein, das ist auch schwer gewesen. Und auf den Platten sind sie öfter mal zurückgerutscht. Die großen Platten ist ja ein richtiger Tod gewesen für die Ochsen, weil sie alle zunter Rust und auf der Rust geflogen sind. Aber es ist so gewesen. Und später noch, wenn die Steigen gekommen sind, ist zwar auch noch die Brücke gewesen und die Steigen kommen für 23 Steigen, das sind die Lohrersteigen gewesen, auch die schwarzen Teufel. Entweder mittlerweile ist ja die Bahn entstanden, Materialsaalbahn für die Bronnesbrücke, und die andere Seite, die rechte Seite für die Bronnesbrücke, ist die Tollstation gewesen, soll ins Rad leben. Und dann gegenüber von heutigen Pension Kofler ist die Bergstation gewesen. Da ist beide gewesen, ist so viel unter Dach und da ist Radl drin gewesen, wo es halt offen ist. Und die Drucksaler sind halt doppelt gewesen. Einmal links
ist zurück gegangen und auf der rechten Seite, weil die Rampen so gebaut sind gewesen, dass der Bock und die Prügel in den Winter keine Kegel könnten, um uns in den Kängen hinhängen, Prügel zugeschlagen und die Lasten kommen. Es sind drei Lasten sind drauf gewesen, die auch nicht mehr da gewesen. Die Lasten, die angegangen sind, haben die andere Seite auch gezogen, weil das Zugsaal ist ja rund gegangen und so ist das eigentlich ohne großen Betriebskosten. Klopfen im Winter soll in langes Nau, Zeit lang Holz und Herbstöpfel. Da unten haben sie, sind sie noch Kohl geworden. Ich habe zum Beispiel, nachher, weil ich so viel gewesen bin, ein Zug geführt, weil wir mit dem Brindler, mit dem alten Brindler, ein gutes Abkommen gehabt haben. Ihr könnt die Zipfel aufführen. Ich bin Brindlerweg, der Brindlerweg ist gemacht worden mit der Gammelstraße. Das ist schon schön breit gewesen, da könnt ihr rausfahren. Und dann könnt ihr aufführen, aufführen und dann sind sie geschockt und dann sind sie zu der Gasser mit dem Fuhrwerk geholt. Der alte Brindler, wenn er unten gewesen ist, in der Raut und im Herbst, weil die Weimar reif gewesen sind, hat er gesagt, boah, lass doch noch mal stehen, lass noch mal brunzen, lass dich stehen, weil das ist der Weimarrohr und das ist der Weimreißen. Ich habe nicht keine Sorge, wenn er nicht dummer ist gewesen, weil er gesagt, wenn ich da bin, kannst du leider eine Sorge gehen. Nein, tue ich nicht, aber wenn er unten gewesen ist, dann ist er eine Sorge, das ist Weimreißen nach Forst wieder. So, das sind Zeiten gewesen. Ja, und sagt dann wieder, Kaufreins, ich möchte den Namen nennen, weil er ist schon mal sonst gegangen, tagelang. Mit dem Kapuzinerbäder sind das gewesen, der Filane unten. Die sind umgegangen und haben, das ist eine alte Tradition, wenn das angefangen hat, weiß ich nicht, auf alle Fälle weiß ich das mein Leben lang, bis endlich nach die moderne Welt gekommen ist. Und der Verbauer zu Bauer, der Kaufreins, hat Kackblüm gehabt und den Sack genommen. Und so hat er bis auf Nacht den Sack voll Schwarzblend zusammengebrochen. Das ist in die Kapuziner geschenkt worden. Manchmal hat er mir sogar ein paar Lehren dazu geschenkt. Bin ich mehr daheim. Das meine Halbstar. Ein Halbstar oder ein Star, nein, Halbstar, Schwarzblend, hat oben sie gekriegt. Anders ist gewesen beim Mesner, beim Wetterleiten. Der Starsammlung gegangen, Lohen, der soll ja der Viertelstar gekriegt, Viertelstar gehören aber. Und die Kapuziner haben einen Halbstar Blend gekriegt. Deswegen hat der Franz auf und zu mal mit der Nacht Olam oder einen anderen Sack holen, weil er sich nicht mehr ertragen hat. Er hat ziemlich etwas zusammengebrochen. Die Leute sind einfach bereit gewesen, das zu weben, auch beim Korn, auch beim Wetterleiten. Heute, ja, wenn die Glocke läutet, ich höre es gern, ob das etwas hilft oder nicht. Aber es ist ein anderes Gefühl, weil von früher her hat man das so gelernt. Und wenn das Wetter gleitet, die Glocken gleitet haben, nachher, jetzt wird es gut gehen. Und wenn ich das ist ja gern geben geworden und halt hätte ich nicht mehr, nicht? Wollte man. Ja, 48, nochmal die Musikkapelle, Bauernkapelle hat sie auch heute noch. Die ist damals für die Bauern finanziert worden. Wir haben, das ist der Lochmann Luis gewesen, von Bildheim, und der Lochmann Sepp von Obermeixner. Die sind als Titelbild drauf, die sind eigentlich die ersten gewesen. Da haben wir viele gespielt, der andere hat so Beilauf ein bisschen Klarinett gelernt. Und so ist das eigentlich der Anfang gewesen. Und ja, da ist halt darüber diskutiert worden und die haben noch eigentlich beschlossen, mal ein paar zusammenzutun, die interessiert sind, und
Wegen die Instrumente haben sie schon einen Vorsprung gehabt. Das sind die alten Instrumente gewesen, die Lerner nicht mehr gebraucht hat, also man braucht noch gekannt zum Teil. Die werden sie bereit zu verkaufen. Und sein Trafor, ich bin auch dabei gewesen, am Lichtmessmarkt, ich weiß das so genau noch, sind wir über den Bichlauer, bin unten her, bin Umsinder, Auer, bin zum Büchler und dann nach hinten über den Steiger Auer, Plateit und über Höfer, Wauser. Jeder hat ein Instrument mitgetragen und so haben wir ein paar Instrumente auch und danach halt nochmal ihre gekriegt. Dafür haben wir aber vier Bauern gebraucht. Das hat der Ding da auch mein Löschen organisiert gehabt. Die haben mit gut stehen für den Wert, was die Instrumente uns da gekostet haben, die alten. Ist alles gut gegangen. Sie ist gezahlt worden, die Musik hat etwas verdient. Dann haben wir halt gegründet und da ist die Gründungstafel drauf mit wenig Leid, ich bin da auch drauf. Und ja, es sind gute Leute dabei gewesen, die wirklich gute Ohren haben. Es sind auch andere dabei gewesen. Das hat sich alle Weile ein bisschen verändert. Wir sind am Lichtmessdruck gekommen, so ein Instrument drauf. Und den Ostersonntag haben wir in Studentenwald gespielt. Unsere 8.10. Wir sind da nicht übrig geblieben. Das ist ein Anfang gewesen. Und der Anfang ist eben miserabel gewesen. Wir haben keine Leute gehabt, die diesbezüglich etwas verstanden hätten, die uns etwas ordentlich lernen hätten können. In meiner Zeit, wir hätten es übernehmen müssen. Der Lochmann Luis hat es gemacht, zu Recht und Schlecht bis 55. Nachher ist er. Obwohl die wenigsten gewusst haben. Zu mir hat er gesagt, mal sag er, dass du weißt, Franz, du musst noch weitermachen. Ja, was weitermachst du? Was rätschen du da? Ich bin einmal eine Weile da noch. Ja, wenn wir sagen. Tatsächlich, zusammengepackt, das ist weg. Im 55 weg. Und da hat man gesagt, 10 Jahre, zum Schluss hat er mir gesagt, 10 Jahre muss ich innen bleiben. Da kriege ich mit der Familie die Überfahrt nach Brasilien hin und retour und enden einen Arbeitsplatz. Das habe ich halt schriftlich schon in die Hand. Aber da kann ich halt als Rastgeber sein, alle wieder retourkommen. Und die Zeit habe ich halt noch weitergemacht, drinnen probiert, und ich bin halt noch hängen geblieben. Ohne Kurse, ohne Schule, ohne gar nicht. Ich habe mich schwer getan. Wenn ich mich gar nicht ausgekannt habe, dann bin ich halt wieder zu nahe Kaufler. Und dann sagt er, sei so gut, hilf mir da, und das können wir das in 2, 3 Jahren getan, und das ist bereit gewesen. Kirchliche Sachen ist der Patrall bin da gewesen, und die Partisansmärsche zum Beispiel Nummer 1, 2 und 3 und 4 hat er von der Orgelpartitur ausgeschrieben für alle Instrumente. Die Leute haben schon mitgetan, die Leute haben unterstützt. Unsere Finanzierung, wir haben uns nicht was Gott, was ich kann leisten. Wir haben damals schon ein bisschen abzahlen, weil der Löser eben bestellt hat, dass wir alle nicht gewusst haben, der Lochmann. Aber es ist alles gegangen. Aber die Leute haben mir getan, die Fester, die wir gemacht haben, die haben mir Geld gebracht damals. Und die Bauern haben wir im Neujahr rumgegangen sein. Heute machen sie ein bisschen einfacher, weil es dauert viel zu lange in alle Gemeinden, was irgendwie durchmarschiert wie die Straßen, da gehen sie da durch mit mehr zusammen machen. Aber die ersten Jahre sind wir zwei losgezogen. Zu jedem Bauer hin und bei jedem Bauer hat es Masch gespielt. Ja, das ist ein Tal vom alten Dorfkern. Da sind die zwei alten Gebäude drauf. Mein Stadel, der schon zusammengefallen fällt. Da ist die Ortszahl drauf gewesen, 1698. Ja, ist ein bisschen jetzt zurück. Und das andere ist da eben das Nachbarhaus, ein Stadel.
Und da steht heute das Vereinshaus, jetzt auf dem Platz, wo die zwei Gebäude gestanden sind. Wahrscheinlich morgen da in den Stall drin, und ich bis 64, 63. 64 haben wir da gebaut, die Schadl, bis da habe ich da drin gearbeitet. Zusammenfallen, der richtige ist schon erst danach, aber halt baufällig gewesen. Wir müssen bauen, weil wir so Angst gehabt haben, dass die zwei alten Kinder zerschlagen werden. Und Nachfolger beide, halt drei hochgerissen worden, auch nicht mehr bewohnbar für jüngere Leute, für den heutigen Besitzer da, für Sepp, der Großvater, hat da drin gewohnt. Und der Hans auch noch eine Zeit lang, sein Vater. Und danach ist halt weggekommen, es ist nicht mehr zumutbar gewesen, hat es geheißen. Ja, das ist ein Tal von Villern. Damals, ich weiß nicht, so kann ich Ihnen sagen, auf alle Fälle kenne ich das als Leimer vom Bild her. Das, meine, das war die wahrscheinlich 1800, Ende 1800 oder 1900, immer gemacht worden sein, das Bild. Und wer das gemacht hat, weiß ich auch nicht, es ist nicht drauf. Und da ist allein die Kirche und der Turm und der Friedhof ist zu sehen. Und das Altersheim dahinter, hinter der Kirche und nochmal dahinter ist das neue, das schaut in die Hecht, das neue Gebäude, was beim alten Altersheim angebaut worden ist, heute 60 Pflegebetten hat, sei von überall her, seine Leiter in der Pflege, unterhalb, zwischen den Bäumen drin, sieht man ein bisschen das Gallhüttl sozusagen, und da, weiter drunter ist der Kirchhof, das ist gut zu erkennen, und nochmal drunter kommt der Turnwirt, wer mal gewesen ist, und heute existiert er nicht mehr, unterhalb der Burg. Und weiter herüben, dann ist eigentlich dann nicht mehr viel zu sehen. Das Pfarrhaus, der Wieden, vorher umgebaut ist geworden. Links daneben ist der alte Krauhof, der ich auch gut ausmachen kann. Und rechts, oder hinterm Pfarrhaus, ist der sogenannte Schneiderhaus, sieht man da, und war am Gatter. Mehr ist da nicht drauf. Und das ist, so, ich kann mich an die nur noch ein Bild orientieren, aber weiters. Das, wenn man das sieht, das ist ein Holzfoto und das ist 48 gemacht worden mit ein paar Leuten. Damals sind nicht mehr viel da für die Leute, die drauf gewesen sind. Aber die Gründer, hauptsächlich, die sind sein drauf und sind festgehalten. Und auch die Bauern, die damals herhalten haben müssen. Auf alle Fälle ist das für mich ein Undenken. Ich bin da auch drauf und da sind insgesamt drei noch drauf, die damals drauf waren und die heute noch leben. Das ist leider Gottes. Aber eine Erinnerung für 48 ist es, wenn wir da angefangen haben und das erste Mal gespielt haben, in Studentenwalzer mit ein paar Leuten, an himmlischen Vater, schau wo auf der Welt, die Leute haben alle kein Geld. Aber auf alle Fälle
weiter können, sagen wir, so recht und schlecht ist gegangen und heute steht die Kapelle mit 50 Leuten da.